Hallo, Manana. Heute bauen wir uns mal entlehnen Step Down aus im TL494. Speistige reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Ja, Jungs, ich habe mir jetzt so die Datenblätter hier, ich habe mir das mal rausgedruckt auf den Schaltplan. Ja, im Grunde genommen ist das ja eigentlich nur ein Schuldief, ne? Step Down mit Schuldief, ist das schon? Ne, ich glaube nicht, ne? Bauen wir das mal. Ja, hier ist mal die erste Version Freiluft verdrahtet. Ich habe jetzt 26 Volt am Eingang und hier am Ausgang eine 12 Volt LED mit gerade 3,3 Volt. Ja, ihr seht, kein IC, nur ein Transistor. Ja, das war's. Und die Wicklung, Leute, das ist von so einem vom PC-Netz, da so ein kleiner Kern hier, die ich geschlachtet habe. Das blende ich euch mal ein. Das Video, die funktionieren. Ist nicht ganz so optimal, ist jetzt mal der erste Prototyp, aber es funktioniert. Bleibt doch kalt. Problem ist jetzt hier, ich kann noch nicht so viel regeln. 3,5 geht es dann, hier geht es dann langsam irgendwas. Also gut, das liegt halt immer an der LED. Aber ja, zumindest mal auf 3 Volt, es muss jetzt auch noch abgestimmt werden. Aber klar, einfachste Step Down der Welt. Ha, das ist ja geil, Jungs. Na, wartet mal. So, ich habe das Ganze jetzt mal nochmal auf Steckbord aufgebaut. Ein bisschen anders nochmal, sage ich mal. Und zwar mit dem BC547. Oh Gott, ihr seht ihn ja fast gar nicht. Ja, so BC547. Wieder so ein kleinen Trafo. Ein paar 10er Dioden. Ja, ihr seht, es ist nicht viel dazu. Potti auch zum Einstellen. Ja, ihr seht. Wartet mal. Das habe ich irgendwie. So, jetzt ist das Kabel falsch drin. Knapp 3 Volt an der LED. Und wir haben Eingang 24 Volt. Und ich kann noch ein bisschen höher gehen. Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr für wie viel. Sagen wir mal so ungefähr auf 30. Ja, 30 können wir schon kurz gehen. Aber nicht lange, weil das ist nur ein BC547. Die Schaltung ist nicht ganz optimal. Nee, da wird es zu heiß. Ich drehe mal ein bisschen runter. Ist aber in China. BC547 funktioniert auf jeden Fall auch auf dem Steckbrett. Ja, und das waren jetzt 30 Volt auf 3 Volt. Ne? Und ihr seht, zieht auch nichts. Ne? Ich meine, was soll so ziehen? Ist ja kein IC drin, was auch was verbrauchen könnte. Gut, ja, würde ich sagen, probieren wir mal noch eine Freiluftverdrahtung. Ich will es einfach noch mal wissen, ein bisschen, vielleicht können wir es noch ein bisschen besser machen. Beziehungsweise, das war jetzt immer mit fertigen Ringen. Bravo, sag ich jetzt mal. Ihr wollt ja bestimmt nur die Version, wo ich. Ja, wir wickeln selber einen Ringkern. Komm, wir machen es. Da machen wir jetzt richtig. Bis gleich. So, hier ist jetzt mal die dritte Version, ist das jetzt, glaube ich, dann im Video. Und zwar mit einem selber gewickelten Verdrittring, sind 0,2er Draht und ca. 90 cm parallel gewickelt. Und hier einfach die beiden Anfänge zusammen. Und dann auf dem Plus. Seht ihr dann noch mal im Schaltplan? Ich wollte es eigentlich bloß mal zeigen. Das werde ich jetzt mal noch auf Platine machen. Weil das funktioniert ganz gut. Ich habe hier am Ausgang haben wir das Multimeter. Sind wir jetzt bei 0,6 Volt. Ich habe eine 12 Volt LED dran. Und wir gehen mit dem Labornetz da mal mit 17 Volt rein. Wie ihr seht, sind wir bei 9,3. LED leuchtet. Und hier versteckt sich ein Potti. Das kann ich ja mal drehen. Also ich mach's mal. Ha. So, wir machen's so. Ich denke, so sieht man's. Ich kann natürlich heller drehen. Ich kann hier echt aufs Millivolt einstellen, das ist so genial. Unter 9 geht sie nicht. Na gut, ich glaube bis 7 oder so. Jetzt geht sie aus. Ne, so ca. 9 Volt und wie gesagt, ich kann wunderbar regeln. Funktioniert, ne? 17 Volt Eingang. Das ist jetzt für keine Ahnung gebaut, das ist einfach nur eine Testversion. Okay, es steigt aber noch ein bisschen. Ich habe das jetzt einfach nur. Wir gehen mal mit der Spannung ein bisschen runter. Kann ich schon weiter aufdrehen. Genau. So.
Ja, das ist jetzt keine Ahnung für irgendwas gebaut. Ich habe jetzt eine 12 Volt 10er Diode drin. Und jetzt 17 Watt will viel. Ne? Jetzt sind wir bei 0 Verbrauch, nicht angeblich. Leuchtet aber auch nicht viel. Ne? Mal gucken, wenn ich jetzt ein bisschen mehr aufdrehe, müsste sie auch was anzeigen. Okay. War noch ein bisschen heller. So, jetzt müsste es aber. Jetzt mal bei 9 kommen. Ja! 10 mA, 12 Volt LED hier. Leuchtet natürlich nicht volle Bulle, aber macht schon ein bisschen Licht. Also, es funktioniert. Wird auch nicht warm. Ja, krass. Schön. Ne? Ich habe es jetzt noch einmal nachgebaut, wie gesagt, Version 3. Gut, ihr habt das ja im Video schon gesehen. Ja, moin. Gut, ich denke, mehr gibt es erstmal nichts zu sagen. Bis später.